Was? Es gibt nur einen Tenem-Videopunkt? Als ob. Oder? Ja, an deiner Stelle würde ich gar nichts machen. Hey, Romantik! Würdest du mir aus dem Weg gehen? Ich würde mir gerne einen Eiram bestellen. Ein Eiram. Wer denkt, es reicht aus für eine Niederlage? Einmal zu mir Kind zu sagen und klingt so gleich wie eine rebellische Teenie-Phase. Überrascht die Masse mit so richtig nice Fronts wie du wirst hier gefeiert und ich hab keinen Bock, bitte was? Du bist ein Sachtel, aber so mal nicht Powder. Das war wie jeder deiner Runden, nur war Romantik lauter. Du bist Endlevel Weak. Alle sagen bitte, bitte, schreib mal gute Texte. Du so, ich hab Flex, man besiegt. Ja, Insekten im Pullover, die verwechselst du bestimmt mit dem Schmetterling im Bauch. Du bist by the way voll süß. Sagst mir, dass mein Hype verschwindet. Warum solltest du das denken? Sag mir bloß nicht, deine Irrelevanz ist ansteckend. Nein, ich hab mich nicht geklont. Ich dachte nur, es wäre cool, wenn ich und meine drei Kollegen im Clip sind. Das sind Jens, Felix und Joe. Und dass du meinst, wir würden alle gleich aussehen, ist ehrlich gesagt ziemlich rassistisch. Ich bin einsam, denn ich performe solo. Ja genau, dich sieht man in einer Tiefgarage. Wohnst du da jetzt auch? Hast zum ersten Mal Statisten. Und zwar Parker ist ja toll, Junge. Soziale Kontakte hast du nur durch meine Vorrunde. Und ich werd nicht den Erwartungen gerecht. Roman, es überrascht mich, dass du das Wort überhaupt kennst. Drehst dich ewig im Kreis und trittst auf der Stelle. Oh Moment, ich glaube, du tanzt in Macarena länger als du denkst. Dass die Zuschauer mich hassen, ey, das wusste ich nicht mal selber, lol. Spätestens beim Lucky Loser Vote hätte ich's merken sollen. Redest von Erwartung, ja, als könntest du's dir leisten. Es störte mehr, dass ich flog, als Leute wussten, dass du teilnimmst. Bla bla, blöde Ironie. Du hast Flexmann von dem Jahr besiegt und der ist jetzt größerer Favorit. Keine Zuschauer, trotzdem all deine Stunden vergossen. Lieber Performance als Lufttänzer, statt vor Luft zu performen. Ryan gibt neben mir zu, dass er alt ist. Neben dir gibt dir der PTSD. Was soll der Eitoy sein? Ich hatte ne Weed. Ich seh jung aus, ja, das zu bestreiten wäre Schwachsinn. Auf eigene Art und Weise wollen wir beide wohl nicht wachsen. Aber einer heute im Intro rum, denn leider wird er nicht gehypt. Da fragt man sich, wer von uns beidem eher dem Kind hier gleicht. Macarena.